Zuletzt bei Luigi's Mansion 2. Um im hohlen Baum der Efeutürme an die Spitze zu kommen, brauchen wir einen speziellen Schlüssel, welcher sich auf dem Friedhof befinden sollte. Einen Schlüssel fanden wir dort leider nicht, aber das berüchtigte Geisterschwester-Trio und einen eingesperrten Toad. Diesen brachten wir wieder zurück in Professor Igitts Labor und er hatte eine kleine Aufnahme dabei, die uns dabei helfen kann, den Schlüssel zu finden. Mal sehen, ob wir die Aufnahme auch sinnvoll verwenden können. Der Sommer kommt und es wird immer wärmer draußen. Da könnten wir doch eigentlich schon mal eine Poolparty vertragen, oder? Hier in B4 in den Efeuturm. Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Unser pilzköpfiger Freund aus dem Mausoleum hat uns eine Aufnahme eines 3D-Sicherheitssystems mitgebracht. Werfen wir mal einen Blick darauf. Oder hinein. Na dann, Luigi. Ich habe die Aufnahme, die unser Toad dabei hatte, dekodiert. Schauen wir uns die Sache mal an, ja? Okay. Na nun, da, dieser Schlüssel, der ähnelt doch frappierend unserem Baumtor, oder? Und es scheint, als würde der Buhu ihn jenem violetten Geist übergeben. Wir müssen diese Szene gründlich nach Hinweisen absuchen. Neige dein 3DS-System dazu in alle Richtungen. Mit L und R zoomst du hinein. Okay. Die kleinen Racker sind ganz außer Rand und Band, ob die Buhus daran schuld sind. Das wissen wir nicht so genau, Freunde. Wer seid ihr eigentlich? Kurios, diese Geistergattung ist mir bisher noch nicht untergekommen. Aber jetzt, Freunde, was geht hier ab? Was tragen die Buhus denn da durch die Gegend? Sehr verdächtig. Oh, what? Das wird nicht mal genauer beurteilt? Okay. Also ich meine, dass da einfach ein weirdes Gemälde ist, wo man Schuhe drauf sieht. Aber ist okay. Wenn er das nicht für sinnvoll erachtet, dann wollen wir ihn da auch jetzt nicht weiter drauf ansprechen. Der Schlüssel in der Aufnahme. Das ist sicher der besondere Schlüssel, den wir suchen. Und damit können wir ganz bestimmt das Tor im hohen Baum öffnen. Die Geister haben den Schlüssel versteckt. Sie wollen uns wohl nicht durch dieses Tor lassen. Damit bleibt uns das Finstermondstück fürs Erste verwehrt. Ganz schön schlau, diese kleinen Schelme. Doch mit meinem wachen Geist haben diese losen Laken nicht gerechnet. Okay, und was ist jetzt sein Masterplan? Dachschwimmbad. Voila, die 3D-Aufnahme zeigt eindeutig das Dachschwimmbad. Dort muss der Schlüssel sein. Finde einen Weg dorthin und schnapp ihn dir ans Werk. Das war jetzt sein scharfer Verstand, den die losen Laken der Geister nicht hatten, dass er auf dem Bild erkannt hat, dass es ein Schwimmbad ist. Ja, also, ob man dafür jetzt Professor sein muss? Schwierig. Und das ist jetzt, Freunde, by the way, die erste Aufnahme, die ich jetzt hier aufnehme, nachdem ich aus meinem Urlaub wieder zurückgekommen bin. Denn die ersten Folgen hatte ich ja so ein bisschen im Voraus produziert, weil ich ja, wie gesagt, in den Urlaub gedüst bin und dementsprechend einfach ein bisschen Material gebraucht habe, während ich im Urlaub bin. Und in der Zeit konnte ich dann natürlich auch nicht auf Kommentare oder ähnliches eingehen. Aber, Freunde, ich habe natürlich fleißig die Kommentare gelesen und hi. Ich habe einiges auf jeden Fall mitgenommen. Erstens, in den Efeutürmen regnet es von Level zu Level mehr. Was ich richtig, richtig spannend finde. Irgendwie eine sehr coole Art und Weise, wie sich hier das Ganze entwickelt. Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Und was ich auch herausgefunden habe, beziehungsweise was ihr mir geschrieben habt. Ihr habt es hier so 7 Millionen Mal in die Kommentare geschrieben. Ich kann, während ich an Geistern sauge, mit dem B-Knopf oder mit irgendeinem anderen Knopf hüpfen, um Geschossen auszuweichen. Was ich einfach bis dato... Oh, ey! Was ich bis dato einfach noch nicht gemacht habe. Wie asozial ist das denn? Hey, was bist du denn für eine Sau? Und ich kann nicht mal gegen die kämpfen, glaube ich. Weil ich gar keine Geschosse habe. Super ätzend. Okay. Da machen wir hier mal weiter. Also, das werde ich natürlich jetzt auch... beachten. Ah, die will mich stompen, die Sau. Aber jetzt kann ich sie kaputt machen. Sehr geil. Wie gesagt, ich konnte nur nicht... Normalerweise gehe ich eigentlich immer
einigermaßen zeitnah auf die Kommentare ein. Also ich gebe mir schon Mühe, viele Kommentare mit einzubinden und auch zu gucken, weil häufig haben die auch was damit zu tun, dass ihr mir auch einfach helfen wollt und dass wir gemeinsam ein cooleres Projekt haben und auch, dass man einfach das Wissen über das Spiel so ein bisschen auch mit anderen teilt. Das ist ja nicht nur für mich, sondern auch für andere Leute, die die Kommentare lesen, die dann eventuell hieraus auch nochmal eigenes Wissen beziehen können. Aber yes, jetzt bin ich wieder auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Ich habe wohl einige Secrets, so kleine Secrets verpasst, ne? Irgendwelche Geldgeister und keine Ahnung, fragt mich nicht. Also wirklich, halt all diese Secrets, die jetzt nicht speziell zu 100% zählen. Entschuldigt das vielmals. Aber ja, ne? Passiert. Das ist, wenn etwas nicht zu 100% zählt, dann kriegt man auch im ersten Moment nicht mit, ob man es verpasst hat oder nicht. Oh, wow! Ich wollte da jetzt unten durchlaufen, aber wenn die einen trifft, und das, die trifft einen wohl auch, wenn man sehr, sehr schnell läuft, dann ist sie danach auch nicht mal benommen. Ich frage mich halt nur, warum ist dieser Raum hier mit diesen Pflanzen, mit diesen neuen Gegnern, wenn man diesen Raum einfach skippen kann? So, ich meine, ich müsste ja hier nicht rein. Oh, yes! Das ist äußerst schmackhaft. Da sage ich doch nicht nein, Freunde. Jetzt wissen wir, warum der Raum existiert und warum hier diese Gegner drin sind. Weil man hier einfach steinreich werden kann. Oh nein, das Geld ist schon despawned. Oh, wie fies. Wie fies. Aber in Ordnung. Stolzieren wir nach oben. Denn wir haben gesehen, dass sich das Schwimmbad auf jeden Fall ganz oben befindet. Auf dem linken Turm der Efeutürme. Und das wollen wir jetzt natürlich auch begutachten. So, und da ist jetzt eine frische Pflanze aufgetaucht. Oh, warte mal, da ist was. Ah, die Truhe ist wieder da. Und die müssen wir jetzt mit Sicherheit hier zum Wachsen bringen. Damit die uns einen Weg nach oben bereitet. Das ist wahrscheinlich so... Oh, warte mal, wir haben noch kein Wasser. Das ist jetzt wahrscheinlich so... Wie heißt diese Legende? Es gibt doch diese eine Legende mit der Bohnenranke. Wo diese Bohnenranke bis in den Himmel wächst. Das ist safe so, also in die Richtung wird das jetzt doch, oder? Hui! Und yeah! Sehr gut. So, in der Truhe war noch eine ordentliche Stange Geld. Die Frage ist jetzt halt noch, sollte ich hier lang gehen? Ich meine, dass in diesem Teppich die Falltür ist, das wissen wir. Und das würde uns jetzt rüber auf die andere Seite bringen. Aber auch hier wurden jetzt nochmal extra Gegner hingepackt. Also, warum sind denn jetzt hier an so vielen neuen Orten Gegner aufgetaucht? Das ist verdammt verdächtig, wenn ihr mich fragt. Warum sollten sie in Bereiche, in die man als Spieler nicht muss oder in die einem als Spieler nichts bringt, warum sollte man da als Entwickler neue Gegner platzieren? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Weil man dort einfach eiskalt einen Juwel versteckt. Nee, das Juwel. Ein Juwel. Oh, ich komme mir nicht drauf klar, dass es das Juwel heißt. Oh, ist das cool. Oh, ist das schön, dass wir das Juwel gefunden haben. Das ist safe ein Juwel, was man ganz, ganz leicht vergessen kann. 100%, Freunde. Oh, wir sind im Spielzimmer. Und in einem Zimmer leuchtet Licht. Das ist creepy. Okay. Ich weiß noch nicht so genau, was das mit all dem auf sich hat. Diese Puppe hat leuchtende Augen. Mit der ist doch safe auch gleich irgendwas los. Okay, es gibt nichts Gruseligeres als Kinderzimmer. Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Das ist... Horror-Kinderzimmer sind... echt eine üble Sache. So, was genau bringt das? Ah, guck mal! Die verfolgt mich! Vom Blick her! Kann ich die abschrauben? Warte mal, wenn ich hier immer um sie rumlaufe... Ja, ihr Kopf löst sich. Wir können den Kopf hier abschrauben. Und hier ist direkt das nächste Juwel. Was zur Hölle? Was zur Hölle? So, jetzt habe ich, glaube ich, alle Kisten aktiviert. So, und da kann ich auch reingucken. Da sehe ich mich selber. Aha, und in der gelben Kiste wackelt was. Okay. Was ist in der gelben Kiste? Aha! Ein grüner Geist! Was machst du hier? Oh! Da kommen mehr raus!
Da kommen mehr raus, Freunde. Und ja, auf B kann ich hüpfen. Das ist das, was ich gerade gemacht habe. So. Okay, aber das war's doch safe noch nicht, oder? Ja, da kommen noch mehr raus. Oh, shit. Ich wollte wieder beide auf einmal haben. Aber eins nach dem anderen. So. Ja. Sehr schön. Das war's aber immer noch nicht. Kommen da jetzt noch rote raus? Oh, nee. Das Licht ist angegangen. Wir haben hier Feierabend gemacht. Okay. Sehr interessant. Ey, wir haben einfach zwei Juwelen gefunden. Und da ist auch noch der goldene Knochen. Holy shit. Und ich sehe, dass da was fehlt. Ich sehe, dass da was fehlt. Den Schatten an der Wand, den hat man eindeutig erkannt. Aber warum genau? What? Warte mal. Das hat mir gar nichts gebracht. Ich habe das jetzt erscheinen lassen für nichts. Das ist weird. Okay, alles klar. Geil! Klar, ich lasse doch immer wieder gern neue Sachen erscheinen. Ich meine, wir müssen auch noch den Buhu suchen. Wartet mal. Ist in dem Zimmer vielleicht noch mehr verschwunden, was ich auftauchen lassen muss? Und wenn ich das mache, dann taucht der Buhu auf oder so? Nee. Das war das Einzige. Okay. Krass. Nee. Dann akzeptieren wir das einfach mal und suchen einfach mal weiter. Ich meine, hoffentlich finden wir den Buhu. Vielleicht haben wir ihn auch schon verpasst. So, aber da fehlt auch was. Da fehlt auch was. Damn! Ich habe das Gefühl, ich habe langsam ein Auge für diese verschwundenen Sachen entwickelt. Und hier ist ordentlich Cash drin. Und bestimmt jetzt, wo ich das gesagt habe, verpasse ich so einen verschwundenen Gegenstand, in dem dann der Buhu drin ist. Und dann darf ich die ganze Mission nochmal spielen. So, ist da irgendwas? Oh, Fledermäuse. Hi. Oder Raben waren es, glaube ich. Das waren eher Raben. Das sieht irgendwie so verdächtig aus, dieser umgeworfene Tisch, aber... können wir jetzt erstmal nichts tun? Okay. Wir düsen weiter. Ich versuche immer, wenn das so blitzt, im Schatten irgendwas zu erkennen. Da fehlt ein Bild. Aber ich glaube, dieser Blitzeffekt mit den Schatten ist bisher nur rein optischer Natur. So, warum habe ich dich jetzt erscheinen lassen? Das muss doch irgendwas bringen. Da ist er! Gestatten, Bürokrat. Dieses Anwesen gehört seiner Majestät, König Buhu. Verfügen Sie über einen Villenpassierschein A38 samt Rahmenrückerlaubnis, richtlinienkonform gestempelt und in doppelter Ausführung, oh etwa nicht. Oh, das ist bedauerlich und wird eine Strafe nach sich ziehen. Und auch bezüglich Buhus, Freunde, habe ich einen Tipp von euch bekommen. Und zwar kann ich an denen saugen und ich kann noch länger an denen saugen. Und wenn die Buhus rot leuchten, dann muss ich sie schießen und dann eskalieren sie komplett. Ja. Das war ein Runaway-Ticket in den Tod. Danke für den Tipp, Freunde. Und wieder was über Luigi's Mansion 2 gelernt. Aber war dieser Passierschein A38 eine Anlehnung an Asterix und Obelix? Oh, in den 20ern hätte ich das safe, mein Tanzbein zu in den Saloons geschwungen. Zu so geilem Jazz, Swing, in welche Richtung auch immer dieses Musikstück geht. Aber das ist doch so ein typischer Asterix und Obelix-Dog, wo die in diesem Hotel immer da rumrennen müssen und sich diese ganzen Scheine und so, also nicht Geldscheine, sondern Bestätigungsscheine und Bürokratiescheine besorgen müssen. Hat Luigi's Mansion... Oh, ein Juwel! Schon wieder! Was geht ab? Was geht ab? Mein Juwelenbusiness läuft! Das würde ich sehr funny finden. Oder vielleicht hat sich auch Asterix an dem Passierschein-Joke irgendwo abgeschaut. Und es gibt noch eine ganz andere Quelle dafür. Aber ich würde jetzt behaupten, mit meinem Wissen, dass sich Luigi's Mansion hier gerade einfach einen Asterix- und Obelix-Joke besorgt hat. Was ich echt cool finde. Oh yeah, noch mehr Herzen. Sehr schön. Aber warum kriege ich eine Heilung? Heißt das, dass ein Kampf bevorsteht? Okay, was geht hier ab? Die Musik ist auf jeden Fall sehr weird. Und der Raum hier ist auch zu. Der ist abgesperrt. Laut, Karte. Mhm. Ah, Deckenventilator. Oh, wir können damit die Wand nach hinten schieben. Okay, das ist beeindruckend. Und die machen einfach eine Kissenschlacht. Okay, Freunde. Solche seid ihr also, ha? Huh? So, zack.
Du kommst jetzt direkt mal her. Muss ich da einfach nur die Decken abziehen? Wahrscheinlich, oder? Ah, nee, warte, oder? Doch? Ah, ich muss jetzt merken, wo die drin sind. Moment, in dem hier. In dem hier ist einer. Das ist der, den ich gerade mir schon holen wollte. Okay. Entspannt. Und ich glaube, der müsste in der Mitte sein. Genau, da müssen wir jetzt ganz genau aufpassen, wo der sich verbirgt. Das müsste wieder hier drüben sein, oder? Ich meine, das war jetzt ja nicht so aufwendig. Yes! Let's go! Und wir laden wieder auf grün auf, um noch ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Und da ist auch der Schlüssel. So, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, erstmal, warum kann ich hier durchgucken? Das ist doch der Raum, aus dem ich gerade gekommen bin. Keine Ahnung, warum ich da durchschauen kann. Ist da auf dem Nachtkästchen was? Nein. Aber hier kann ich reinschauen. Hier ist leider auch nichts. Und hier auch nicht. Dann kann ich auch nichts machen und nee. Ich glaube, dieser Raum ist einfach nur dazu da, um eine coole Challenge darzustellen. Aber für uns nicht weiter relevant. So. Okay, was geht hier ab? Da sind Spinnen. Die klettern da raus. Warte mal, das geht rüber. Da können wir rüber auf diesen verschlungenen Pfad schauen. Auf dem waren wir schon. Da oben ist ein Schlüssel. Okay, okay, okay. So, da chillen die ganzen Raben. Okay, wir merken uns, dass da oben dieses Schlüsselgemälde ist, Freunde. Und ich schätze, das werde ich auch brauchen, damit ich diese Tür hier vorne öffnen kann, weil die ist nämlich laut Karte abgeschlossen. Die ist rot. Okay. Dann wollen wir mal schauen, ob wir da rankommen. Euch lassen wir jetzt einfach direkt alle schön schnell und entspannt verpuffen. Da mache ich mir gar keinen Druck. Und komme ich jetzt da hoch zu dem Schlüssel? Nee, jetzt kann ich nur abziehen, aber ich komme nicht hoch. Ich muss irgendwie noch einen weiteren Weg nach oben finden. Ah! Die Orgel ist mittlerweile ein bisschen überwuchert. Ja, hallo! Ja, damit können wir natürlich entspannt an Höhe gewinnen. Okay, aber warte mal, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Aha. Weil hier ist einmal das hier. Eine geheime Tür. Mhm. Und auch dieser Goldballon. Was auch immer der macht. Wir schauen jetzt mal hier rein. Wow! Okay, und ich glaube, eines von diesen Secrets hier, das habe ich, glaube ich, in Villa 1 irgendwo verpasst. Aber da bin ich mir gar nicht sicher. Vielleicht gucke ich euch das nochmal nach. Da muss man einfach innerhalb der vorgegebenen Zeit diesen Parcours ablaufen, ne? Und alle Red Coins mitnehmen. Ich glaube, jetzt habe ich verkackt, weil ich die Red Coin unten nicht kriege. Glaube ich. Ja, ich hab's verkackt. Ich hab's eiskalt verkackt. Darf ich das nochmal probieren? Nein. Ehrenlos. Ehrenlos. Naja. Ich würde sagen, das ist meine eigene Unfähigkeit. Wir kriegen hier nochmal eine Chance. Unser Können zu beweisen. Okay, ich glaube, ich habe bisher alles, oder? Jawollo! Und was kriegen wir dafür? Dick Kohle. Nice. Ich glaube, in diesem anderen Special-Raum, den wir gefunden haben, da gibt es auch immer nur Kohle. Ich glaube, die sind nicht dafür da, um Juwelen zu verteilen. Hoffe ich jetzt einfach mal, ne? Wir hoffen das jetzt einfach mal. Aber warte mal. Ich hole mir jetzt den Schlüssel hier, aber ich habe in dem Raum gerade gesehen, dass da auch noch mehr war. Also, dass ich da den Teppich, glaube ich, abziehen konnte. Vielleicht ist das auch eine Falltür. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, ist es. Ja, ist es. Fies. Verdammt fies. Aber so jetzt so gut. Komme ich jetzt hier wieder runter? Ah ja, natürlich durch die Falltür. Ich war jetzt so, hä? Komme ich auch wieder raus? Aber ja. Cool. Boah, ich hoffe, dass ich alle Juwelen habe. Also ich hoffe wirklich, dass es dieser rote Münzraum nicht für ein Juwel da war. Vielleicht ist es auch so. Ich weiß es nicht mehr genau. Shit. Aber ich glaube, es kommt noch ein Level nach diesem hier. Wir sind ja erst im B4 und es gibt ja, glaube ich, immer 5 Level und dann das Boss-Level. Wir werden es erfahren, Freunde. Warum kann ich die nicht erwischen? Hallo? Wir werden es erfahren, wenn wir jetzt vielleicht das letzte Juwel finden. So, her damit. So, dann muss ich dem kurz die Brille abziehen.
Ausweichen, ausweichen. Konnte ich jetzt nicht. Ich habe B gedrückt. Ich habe B gedrückt, Freunde. Vielleicht sollten wir jetzt das letzte Juwel finden. Dann wissen wir, glaube ich, auch, wo das vorletzte ist. Oh, super ärgerlich. Also, ich kann es mir schon vorstellen. Oh, oh! Das ist ein neuer Geist. Okay. Eine Art Schleimgeist oder so ist in die Richtung. Und das hier ist das Badezimmer. Das ist noch nicht die Dachterrasse. Na, wir sind immer noch in Stockwerk 3. Und das, der Pool ist in Stockwerk 4. In den Toiletten ist auch nichts. Klopapier. Wir haben es verpasst. Wir haben das letzte Juwel verpasst. Ich hätte nicht gedacht, dass im Klopapier hier das letzte Juwel ist. Das finde ich krass. Aber ich bin mir relativ sicher, das ist das letzte Juwel, was wir gebraucht hätten. Exakt in diesem Bonusraum gewesen ist. Oh, das schmerzt. Ey, es lief so gut. Es lief so gut. Wir haben so viele Secrets gefunden. Wir haben so einen guten Job gemacht. Und dann verkacke ich die roten Münzen in dieser Bonus-Challenge. Eine einzige. Es ging um einen Meter oder so. Um einen fucking Meter. Und deswegen darf ich das ganze Level nochmal spielen. Das muss ich dem Spiel wirklich ankreiden. Das irgendwie, I don't know. Oder nein, das muss ich dem Spiel nicht ankreiden. Ich bin einfach nur salty, dass ich schlecht war. Aber dass man so das ganze Level nochmal abschließen muss, um ein Juwel zu speichern, das finde ich immer so ein bisschen so meh. Aber naja, das ist jetzt nur der Frust, der aus mir spricht. Man hätte es ja auch einfach schaffen können. Ne? Oh, jetzt bin ich unten. Okay, passt. Oh! Aber den dürfen wir noch safe nicht behalten, oder? Steck ihn ein! Steck ihn ein! Oh nee, da kommen doch diese neuartigen Geister. Was auch immer die machen. Okay. Und wie erwische ich euch jetzt? Ah, die tauchen wahrscheinlich immer hinter mir auf, oder? Sind das solche Geister? Ich glaube, da muss ich einfach stehen. Und dann tauchen sie hinter mir auf. Und dann kann ich mich umdrehen, oder? Nee, doch nicht, doch. Okay, Moment mal. Ich bin etwas verwirrt. Oh nee, jetzt hat er mich erschrocken. Aber können die mir Schaden machen? Ja, können sie. Ja, können sie. Oh, shit. Okay, aufgepasst. So, dank des Wassers habe ich dich gesehen. Oh, ey, aber das ist auch schwer, den zu entkommen. Oh, Doppelzug. Zack. Oh nein, ich hab doch gesuckt. No. Kommt rein. Ja, sehr gut. Und dich auch noch. Okay, und du müsstest, glaube ich, der Letzte sein. Ich glaube, es gab nicht mehr als euch. Oh, yes. Aber ich will mein Geld haben, verdammt. Genau, also vor allem den Goldbarren. Der war mir wichtig. So, und dann, her damit, würde ich sagen. Nein. Hey, Bro, nein. Nein, mach nicht diesen. Dieser Hund ist so ein Arsch in Luigi's Mansion 2. Im dritten Teil ist er wirklich lieb, aber im zweiten Teil ist er einfach nur ein Arsch. Heiliger Hundekuchen, wo kam dieser kleine Streuner denn her? Was noch wichtig ist, wo ist er hin? Ha, törichtes Tier. Luigi, ich hol dich schnell zurück, ja? Er macht das. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Hä, was? Ist er in Kacke getreten oder so? So, sehr schön. Gutes Level. 2 Sterne, man kennt's. Und ich darf das Level nochmal spielen. Belastend. Aber jetzt hören wir uns erstmal an, was Professor Igitt zu sagen hat. Denn wir haben 2 neue Geister gefunden. Einmal diesen Schleimgeist, der vor der Toilette gechillt hat. Und dann nochmal diese Geister jetzt am Ende, die da so sich secret unsichtbar hinter uns anschleichen und uns erschrecken wollen. Die kleinen Strolche. Zata, 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 zata. Wupp, wupp, wupp.
Ich liebe seine Sounds. Ja, nun, Unverhofft kommt oft. Wir müssen uns diesen Schlüssel unbedingt zurückbeschaffen. Doch mein Paraskop scheint den diebischen Winzling nicht orten zu können. Womit lockt man Geisterhunde nur an? Spektrale Hundekekse? Dann lassen wir mal deine Geister ins Gehege. Du hast sogar einen neuen gefangen, oder? Zwei, Digga. Zwei neue habe ich. So, erstmal sehr viele Juwelen und oh, es ist so belastend. Es ist so belastend. Genau, der Dude, 9 Wunzen und der 16 Wunzen, okay. Und den Buhu haben wir. Cash haben wir. Aber wir müssen nochmal rein. Gut, wo waren wir? Ach ja, richtig. Ich sollte ein paar Modifikationen an dem Paraskop vornehmen. So finden wir den kleinen Stromer ganz sicher. Etwas Geduld, Luigi. Es wird nicht lange dauern. Und für euch wird es auch nicht lange dauern. Wir erfahren jetzt, wo sich das letzte Juwel befindet. Die nächste Mission heißt, by the way, Spitzreis aus. Okay. Wir starten einen neuen Versuch. Ja, ich habe beim ersten Playthrough nicht gecheckt, dass man da unten durchlaufen kann bei der einen Coin, die wir verpasst haben. Das heißt, ich habe halt vorhin eine extra Runde gedreht und vercheckt, die Münze unten mitzunehmen, aber wir können einfach unten durchlaufen. Also, wenn ich mich ein bisschen mehr konzentriert hätte, wäre das easy gegangen. Aber jetzt haben wir es und ich hoffe, dass das jetzt auch die Belohnung ist, die wir verdienen. Weil wenn das jetzt nicht das Juwel ist, dann habe ich keine Ahnung, wo es ist. Okay, ja. Wir hätten es im First Try schaffen können, aber wir waren trotzdem sehr gut. Theoretisch haben wir alle gefunden. Theoretisch haben wir alle im First Try gefunden, wir haben es nur nicht geschafft, alle im First Try einzusammeln. Ja, passiert. Alles klar. Und damit haben wir alle Juwelen in den Efeu-Türmen. Beim nächsten Mal werden wir uns diesen Dog schnappen. Deswegen seid wieder dabei und danke fürs Zuschauen heute bei Luigi's Mansion 2. Euer Hübi. Shorty, Soyan Komora und Lord Ryoma sind aktuell unfassbare Ehrenmänner. Danke euch für den dicken Support hier auf dem Zeitkanal.